Ja, hi Leute und willkommen zurück. Wir hatten letzte Folge Bekanntschaft mit unserem Herman hier gemacht. Nicht gerade ein Leichtgewicht. Und wir haben einen kleinen Auftrag mit den Handwerkern, den wir unbedingt machen müssen. Mal schauen. Vielleicht dürfen wir wieder eine Ziege grillen. Ja, bist du zufällig auf der Suche nach Arbeit? Nö. Ja, natürlich. Ich bin Damien. Aiden. Du bist neu hier, oder? Macht das einen Unterschied? Ich dachte, ich würde jeden in diesem Loch kennen, aber dich kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade erst in die Stadt gekommen bin. Ehrlich? Wow. Respekt. Ich habe gehört, dass vor den Mauern ein echtes Blutbad stattfindet. Was hat das mit dem Job zu tun? Nichts, mein Freund. Ich will dir nur auf den Zahn fühlen. Und mir gefallen deine Beißerchen bisher. Der Job erfordert aber... Baggert er mich gerade an? ...eine gewisse Diskretion deinerseits. Du wirst für meine Partner... Der baggert mich definitiv an. Und was die machen, geht nur sie selbst was an. Mach dich auf den Weg zu meinen Partnern im westlichen Quarry End. Dort erfährst du mehr. Auch noch mit seinen Partnern? Was? Alles klar, ich melde mich bei denen. Lass sie nicht warten. Das machen wir auf jeden Fall, aber wir nehmen den Quest erstmal mit. Ich gebe dir bloß Infos. Vor sich geht, seitdem die PK damals hatte ich eine große... Eine riesige... Also... Eine... Eine Werkstatt, Papa. Ja, eine Werkstatt. Und wo ist sie? Das hier sieht nicht aus wie eine, Alberto. Weißt du etwas darüber, Aiden? Hier kriegst du das Beste des ganzen Bazars. Was ist denn mit dem los? So, jetzt könnten wir neue Rezepte lernen. Und ich denke, wir können uns eine UV-Leiste, dass wir die herstellen können. Auch Putschmittelausdauer brauchen wir jetzt nicht unbedingt und die Modifikation nehmen wir auch mit. Upgrade kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, oder? Ach, das kostet gar kein Geld. Nee, lohnt sich nicht. Wobei ich halt direkt die UV-Leiste upgraden könnte. Für solche Kunden bin ich dankbar. Für solche Kunden bin ich dankbar. Meint ihr, wüsstet, wo man Kristalle finden kann? Oh, meine Fresse! Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpfe. Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch nochmal? Roger? Barney. Das Barney? Arschloch heißt Barney. Und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Na, davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Sie ist 100... Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Ja, danke. Oh, wir dürfen in der Dark Zone. Die Qualität lässt die Konkurrenz alt aussehen. Jetzt redet er normal? Sieht aus, als gäbe es diese Woche. Er spielt es so nur. Zum Verkaufen habe ich natürlich jetzt wieder nichts. Oh, ein paar Molotovs. Das wäre... Interessant. So, ich würde aber erst sagen, wir helfen dem anderen Typen. Vermisste Person. Treffen Sie die Gruppe, die einen Shop anbietet. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Weh, du verarscht mich. Das würde ich den Kopf kosten. Aiden? Ich höre. Aiden hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lukas. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden Ende. Ja, Aiden Ende. Ach nee, wir hören uns keine Geschichte an. Wir müssen jetzt zu diesen Leuten. Ah, diese Boxsäcke sind cool.
Wie komme ich denn da eigentlich dran? Oder woher weiß ich, wie ich die freischalte? Verstehe noch nicht so ganz. Okay. Offensichtliche Eingangstür. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Warum fragst du? Weil wir hier keine Gruppenführungen anbieten. Nicht Persönliches. Wir sind eben einfach, naja, vorsichtige Leute. Ich frage also nochmal. Bist du allein? Nein, natürlich ja. Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Warum bist du noch da? Ihr wirkt nicht gerade vertrauenswürdig. Erstmal klaue ich euer Zeug. So viel Zeit muss sein. Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also, du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut. Sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was ist der rechte Typ da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Ihn rein, Jungs. Ja, war auch klar. Oh nein, ich hab ja kaum noch live. Faulfresse. Ich bin im Arsch. Ich bin sowas von im Arsch. Das ist ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Gefällt dir das? Verflucht nochmal. Ich bin ein bisschen im Arsch, würde ich sagen. Na komm. Kopf weg. Oh. Next, jetzt kann ich mich schnell heilen. So. Das war ein schlechter Start in den Kampf. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. So was sagt man. Ist jetzt gut? Zum Glück hatte ich gescheites Heilzeug dabei. Zwei Hinterkeule. Und was habe ich gesagt? Das würde den Kopf kosten. Wenn er mich verarscht. Genau das wird jetzt passieren. Oh, hier wäre ein Speer gelegen. Vielleicht werfe ich den auf den anderen Typen. Lass mal die ganzen Messer mitnehmen. Oh
okay, der lässt sofort alles fallen. Wenn ich den Speer aufhebe, finde ich jetzt nicht so gut. Ist hier noch was? Hat der uns einfach verarscht? Das geht ja mal gar nicht. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Hier komme ich nicht rein, hier komme ich nicht rein. Nope. Aiden, du bist... Wie noch bist am du? Leben? Du Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals... Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Ich hab dir ein Versprechen gegeben. Ah, ich verpetz dich lieber. Vielleicht weiß Karl ja etwas. Nein, warte, tu das nicht. Sieh mal. Sie haben mir nur aufgetragen, Ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was Sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Ach Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst. Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Ich weiß gerade nicht, ich will ihn eigentlich umbringen. Aber die Option gibt's nicht. Ich weiß nicht, ein Karl übergeben bringt mir herzlich wenig. Und vielleicht finde ich ja mehr raus, weil ich mit ihm zusammenarbeite, aber der könnte mich auch wieder verarschen. Nee, ich übergebe ihn. Das ist kein Grund. Du bist ein Komplize. Karl wird davon erfahren. Du Idiot! Du verstehst das nicht! Wenn du das machst, dann werden sie meinen Bruder töten! Das kann ich nicht zulassen! Okay. Tut mir leid, aber das hier ist einfach falsch. Du kannst nicht das Leben von Unschuldigen verspielen, nur um ihn wiederzubekommen. Es ist vorbei, Damien. Schon wieder auf die Fresse. Das war ein Fehler. Jetzt verlierst du doch noch deinen Scheißkopf. Du blöder Bastard. Das wird dir leid tun. Ich musste es tun. Du musst es gar nichts. Ich bring dich um. Ich hab doch gesagt, du verlierst deinen Kopf. Was ist wert? Ich glaube nicht. Ich komme nicht an den Loot da drüben ran. Ich bin so ein brutaler Penner. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn der mich angreift, wenn ich ihn übergeben will. Ich habe zwar das bekommen, was ich wollte, indem er gestorben ist und seinen Kopf verloren hat, aber... musste nicht unbedingt sein. Da ist schon wieder jemand, der Hilfe braucht. Der rasende Wurstlieferant ist schon unterwegs. Mehr oder weniger. Eine unbewachte Kiste, wo sind die Banditen? Normalerweise sind bei so einer Kiste doch Banditen, oder? Ach, ich höre sie. Ich sehe niemanden. Wo sind sie denn? Hä? Ja, die stecken da. Warum verstecken die sich da drin?
Fahr. Was sind denn die Banditen dazu? No shit, die hocken da ernsthaft drin. War hier nicht was zum Aufsprengen? Hier war doch irgendwo eine... War hier nicht ein Gaskanister? Den würde ich da echt gern reinwerfen. Ich habe doch gerade irgendwo einen gesehen, oder? Ach, schade. Ja, jetzt bringt es nichts mehr, jetzt geht er hoch. Oder auch nicht. Und er brennt. Sollte vielleicht auch mal blocken und ausweichen. Der tritt, du Arsch. Erstickt euch, Wichser. Ducken! Moment, war da nicht noch ein? Ach, den habe ich in die Dinger gekickt. In die Stacheln. Ja, hallo? Wow, du bist aber groß geraten. Jetzt muss ich ja auch noch aufräumen. Ach komm, müsst ihr denn jetzt alle herkommen und ich lasse mich auch noch treffen. Was ist? Ich würde gerne looten. Ach schade, jetzt ist die Leiche weg. Ich wollte eigentlich schauen, wie ich den aufgespießt habe. Nein, nein, habe ich schön in die Dinger gekickt. Auch wenn es eigentlich nicht mein Ziel war. So, was haben wir dann? Nackengamasche. Was mich gerade ein bisschen wundert, warum ist das Ding nicht hochgegangen? Ich hab's doch getroffen, oder? Lass mal Müll wühlen. Was macht ihr Peacekeeper denn hier? Warum schreit ihr hier einfach in der Gegend rum? Ah, Moment, da ist ein inaktives Windrad. Das brauchen wir auch noch. Ja, ich weiß schon, wo der wahrscheinlich ist. Der ist wahrscheinlich hier in diesem GIE-Dings. Muss ich dann auch noch rein. Okay, diese Kisten sind cool. Okay, erst hier rauf. Nein! Ja, jetzt reicht meine Ausdauer nicht. Kann ich vergessen. Schaffe ich das überhaupt mit meinem Ausdauerpool? Ja, so auf jeden Fall nicht. Nee, kann ich vergessen. Da komme ich noch nicht hoch. Vielleicht das nächste Mal. Ich schaff's dann nicht mal auf die nächste Stufe, das kann ich vergessen. Und dann müsste ich noch einmal hochklettern. Weil anders komme ich da nicht hoch. Das kann ich vergessen. Oder fährt der komplett hoch? Der fährt komplett hoch. Muss ich gar nicht absteigen. Kann ich einfach mit hochfahren. Nee, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Kann ich vergessen. Schade.
Muss ich ein anderes Mal probieren. Wenn ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, aber da... Wir hatten Gaskanister auf dem Rücken. Auch nicht schlecht. Hält den zum Explodieren bringen? Ach, treffe ich nicht. Wollte da eigentlich Bum-Bum machen, aber ich treffe seinen Gaskanister nicht. Was jetzt nicht so cool ist. Komm schon. Oh, jetzt geht er hoch. Na toll, außer eine Lärmquelle ist jetzt hier nichts passiert. Hört sich aus, an wie grunzende Orks aus Herr der Ringe. Moment mal. Oh shit. Naja, gib gut Trophäen, ich sag nicht nein. Ich find's trotzdem nicht gut, dass sie an die Oberfläche kommt. Aber müsst ihr wissen, wenn ihr hier sterben wollt. Gebt auf jeden Fall wieder Trophäen und das finde ich gut. Einzigartig, selten. Okay. Hat sich doch gelohnt. Mehr oder weniger. Irgendwas hat hier gerade randaliert, okay. Uah, ich will da noch nicht runterhüpfen. Ich weiß doch nicht mal, was da ist. Da war ich hier nicht schon. Ja, was? Nette Typen? Ach, da braucht schon wieder jemand Hilfe. War ich hier nicht schon mal drin? Aber scheinbar ist es wieder offen. Hat sich der Loot erholt? Komm schon mal rauf. Und zu. Ja. Antiker Hammer. Okay. Na, hat sich doch gelohnt einzusteigen. Ration. Oh nice, Loot, Loot, Loot. Aber ordentlich. Ich glaube auch ein bisschen Gear war dabei. Ah, nice. Die gönnen wir uns direkt. Moment, was kann denn die Weste hier? Rüstung von Ausrüstung. Ja, ein bisschen mehr Rüstung kann man schon draufklatschen, würde ich sagen. Ich hätte halt gerne ein Rezept für einen Molotow oder so. Das wäre richtig nobel. Kann ich da auch rein? Nee. Ist zu. Dann gehen wir Richtung Mainquest. Diese Boxsäcke da, wo man sich draufhaken kann. Cool. Ist das eine Schule? Gerade Schule, keine Ausflüge. Hier, vielleicht kann dieser gelehrt aussehende junge Mann weiterhelfen. Gelehrt aussehend. So, was kann man denn hier kaufen? Ein paar Rezepte? Nee, bringt nichts. Upgrades kann ich auch keine draufhauen. Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villador konfisziert wurden und was danach passiert ist. Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. Das März-Massaker? Das März-Massaker?
Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer, könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Klar, wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Ja. Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist. Ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Ja, stimmt. Ihr habt ja hier keine Schusswaffen. Ich würde sagen, wir machen mal als nächstes. Es ist nicht weit. Na, es geht. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich solche Sprünge schaffe. Es ist jedes Mal fraglich, ob ich auf der anderen Seite ankomme. Ja, diese Sprungpads sind cool. Was ist denn das hier? Überlebe ich das? Okay, es hat funktioniert. Da ist das Windrad, wo wir nicht schaffen, oder ich nicht schaffe. Sehe nur ich das? Sehe nur ich das? Nee, ich bin ein Engel. Und ein Geist, den nur du sehen kannst. Er hat alle gekillt. Ja, warum auch nicht? Ihr greift doch mich an. Und dann sagt ihr auch noch, ich bin ein Geist. Das geht doch gar nicht. Ich wäre ein beschissener Geist. So. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge. Ist schon ein schöner Ausblick. Wir gehen in der nächsten Folge dann zu dem Denkmal hier drüben. Also macht's gut, bis dann. Ciao.